beim Musikantentreffen in Kelheim in Niederbayern. Wir sind heute im Weißen Brauhaus zu Gast und lassen uns das Bier der ältesten Weißbierbrauerei in Bayern schmecken. Also unsere Weißbiertrinker kommen heute voll auf ihre Kosten. Und ich glaube, unsere jungen Musikanten, die gerade so schneidig aufgespielt haben, mögen das Weißbier auch ganz gern, oder? Seid ihr alle Weißbiertrinker? Ja, sonst täten sie jetzt da nicht ein paar am Tisch stehen. Aha, ja, ja genau. Mhm. Wasser steht auch dabei. Ja, das sind die Fahrer, oder? Mhm. Ja, ihr seid ein ganz junger Haufen. Ich glaube, alle noch ledig, oder? Ziemlich ledig? Also von die Jungen sind noch alle ledig. Von ja. Die Jungen. Also ein etwas reiferer, erfahrener Musikant ist ja auch nicht schlecht. Erziehungsberechtigter. Der Roland, genau. Ist das euer Chef oder euer Aufpasser oder wie sagt man ja, da? Ja, sowohl Chef als auch Aufpasser. Aha, muss man auf euch aufpassen, oder? Nicht auf alle, aber auf ein paar, ja. Aha. Du gehörst nicht dazu, oder? Ich gehör nicht dazu, sonst darf ich es nicht sagen, ja. Der Roland Pongratz ist ebenfalls in Volksmusikkreisen bestens bekannt. Er organisiert nämlich alle zwei Jahre das große Volksmusikspektakel drumherum in Regen im Bayerischen Wald. Und da kommen die sieben Musikanten auch her aus dem Landkreis Regen.